Was wäre der Tag ohne die Nacht? Die Freude ohne das Leid? Und was wäre der tiefste Glaube ohne den Zweifel menschlicher Not? Ich freue mich auf den Besuch meines guten Freundes Jakob Friedrichs. Jay ist Teil des Comedy-Duos Super 2. Er ist Künstler, Hossa-Talker, Autor und Prediger. Vor allem schlägt in ihm ein mutiges und weites Herz. Ich treffe einen Bruder im Geiste, einen, der das Leben so ernst nimmt, dass er sogar bereit ist, darüber zu lachen. Einen, der nicht müde wird, nach Gott und Sinn zu fragen. Einen, der sich traut, jede mögliche Antwort sogleich offensiv anzuzweifeln. Liebe, weint der Clown, obwohl er lacht. Und fehlt das Licht, dann kann man nicht mehr bleiben. Wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Jay, was für eine große Freude und Ehre, dass du hier bist. Ja. Wie ist dein Status jetzt? Bist du ein tiefgläubiger Zweifler oder ein Zweifelnder, der trotzdem irgendwie Optimist ist und seinen Glauben nicht verlieren mag? Ach, das kann manchmal von Tag zu Tag wechseln. Ich bin tatsächlich, so wie du das beschreibst, immer schon in meiner Geschichte viele Gedanken gemacht. Ich bin auch jemand, der immer erpicht darauf ist, zu hören, was denken andere. Ne? Und so, also ich beschäftige mich viel mit dem, was andere denken und sagen, weil ich es spannend und interessant finde und weil ich auch offen sein möchte. Und letzten Endes ist es so, wenn ich so drüber nachdenke, gibt Tage, da bin ich ein sehr Gläubiger und gibt Tage, da bin ich ein eher Zweifelnder. Und das finde ich aber auch ganz gut. Kannst du das befrieden in dir, miteinander, diese beiden Pole? Ja, an manchen Tagen mal besser, an anderen Tagen schlechter. Ja. Inzwischen, also so in meiner, keine Ahnung, ich sag mal so, bis ich Mitte 30 war, Anfang 40, also bis Mitte 30, Ende 30, war das manchmal sehr, sehr schwierig. Da war das eine ganz große Spannung, die mich, keine Ahnung, wenn mich der richtige Zweifel gepackt hat, richtig aus der Bahn hat schmeißen können. Mhm. Inzwischen habe ich damit wirklich Frieden gefunden. Inzwischen glaube ich sogar, dass das ein wichtiger Teil vom Glauben ist. Also dieses Nichtwissen, dieses Unterwegssein. Ich sage manchmal gerne, ich bin christlicher Agnostiker. Das wäre jetzt eine wichtige Frage für mich. Ist das in der Waage? Also man kann ja zweifeln im Glauben oder man kann zweifeln gegen den Glauben. Ja. Also das, dein Zweifeln ist ein Zweifeln im Glauben, oder? Inzwischen ja. Eine ganze Zeit lang war ich echt auf der Kippe. Da war es 50-50 oder es gibt irgendwie so ein Modell, das sagt Menschen, die keine Ahnung, 100% glauben, das sind Fanatiker. Mhm. Welche, die 0% glauben, das sind depressive irgendwas. Ja. Und es ist immer klüger, so um die 60% oder so zu sein, ja, um ein Stück auf der Habenseite zu haben. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo ich mich genau einschätzen würde, aber ich würde definitiv sagen, eine ganze Zeit lang, also einige Jahre, bin ich bestimmt auf den 50% oder 40% langgeschraubt. Und das war sehr, sehr anstrengend. Inzwischen würde ich sagen, bin ich eher bei 60-70% oder so. Also, und deswegen habe ich mich damit auch gut zurechtgefunden. Und mir machen Zweifel inzwischen keine Angst mehr. Früher haben die mir wahnsinnig viel Angst gemacht. Mhm. Aber ich konnte auch nicht zweifeln. Das ging nicht, weil ich irgendwie, weil ich so gestrickt bin. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Und ich habe wirklich mit atheistischen Freunden diskutiert und wie gesagt dann immer gedacht, boah, das klingt ja, also kann ich gut verstehen. Ja. Viele Gedanken gemacht. Und ich habe das alles in meinem Kopf nicht mehr zusammenbekommen. Mhm. Und dann kam irgendwann der eine Gedanke, der mir echt geholfen hat, der sagt, Zweifeln ist gut. Zweifel hilft einem, die Welt realer zu sehen und sich zu fragen, wie real ist das, wie ich die Welt angucke. Aber Glauben hat Kraft. Könntest du sagen, wie sich dein Gottesbild verändert hat in all dem? Also ja. Unterscheidet sich das jetzt? Ja, total. Also auch um diese Geschichte gerade noch fertig zu erzählen, dann gab es diesen Punkt in mir, 1000 Zweifel, alles Mögliche. Und dieser eine Gedanke, ja, Zweifeln ist gut, aber Glauben hat Kraft. Und dann habe ich irgendwie, weiß noch, da gesessen und gesagt, so, ich habe keine Ahnung, ob es Gott gibt oder nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wirklich, ist mir jetzt auch egal. Ich
glaub das jetzt einfach mal. Und das hat eine Tür aufgemacht, gar nicht so emotional, aber infolge dieser Entscheidung, also in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, habe ich gemerkt, wie Ruhe in mein Leben tritt, wie dieses Rastlose des Zweifels sich beruhigt und ich wieder mich bergen kann in dieser größeren Wahrheit, in diesem christlichen Glauben, dass Gott da ist, dass er mich in meinem Zweifel hält, trägt, liebt und so weiter. Ist das eine Schlagzeile für dein Gottesbild, dass Gott dich hält und trägt und dir Ruhe und Frieden gibt? Da auf jeden Fall eine Schlagzeile. Der andere wäre, Gott ist einfach alles. Gott ist da. Gott ist nicht heute da und morgen nicht. Und wenn ich bete ganz doll und wenn ich zweifle nicht oder wenn ich irgendwas ganz Schlimmes tue, ist er plötzlich weg, macht's pfff. Mhm. Sondern Gott ist da. Mhm. Gott ist immer da. Mhm. Und dann natürlich dieses, Gott ist für uns. Gott trägt uns. Gott ist viel, viel besser, als ich mir in meinen kühnsten Träumen ausmalen könnte. Mhm. Also so, ne, wenn man sich so überlegt, wie lieb ist Gott, wie gut ist Gott, kann man sich ja eine Menge schöne Dinge ausdenken oder auch nachlesen oder irgendwie so. Und ich glaube, wenn Gott Gott ist, muss er immer noch besser sein, noch viel besser. Mhm. Ich muss dich das fragen, weil wir ja auch befreundet sind und ich von deiner Geschichte weiß, und ja auch weißt, dass du öfter mal schon an dieser Kante warst, so was du jetzt auch gerade beschreibst, so dieses Zerdenken eigentlich im Gegensatz zu dem wirklichen Fühlen und wirklichen Spüren. Du hast ja auch schon einiges an Scheitern erlebt und einiges an Tragödien erlebt. Du hast mal deine Tochter verloren. Ja. Sind das so Momente, wo man auch natürlich mit allem, was man ist, nicht mehr glauben kann, dass dieser Gott für einen persönlich da ist und einen persönlich trägt, wenn so schreckliche Schmerzen und schreckliches Scheitern zu spüren ist? Naja, das ist, also ich sag mal so, ne, dein kindisches Gottesbild zerbricht an sowas in 1000 Stücke. Mhm. Und ob du die Scherben aufgesammelt kriegst und sich wieder neu verbinden lassen, das ist schon ganz schön spannend. Also ich meine, verstehst du, die meine Tochter, Juni, 7 Monate alt, an plötzlichen Kindstod gestorben. Und am Abend vorher betest du für sie und betest, wir haben, Gott beschütze unser Kind heute Nacht. Mhm. Also wirklich genau das betest du. Und dann nimmst du am nächsten Morgen dein totes Baby aus dem Bettchen. Und rufst den Notarzt und der kommt und du weißt ja noch nicht, ob es tot ist und so und es ist nur alles Panik und dann sitzt du im Wohnzimmer und die machen Reanimationsversuche und du versuchst Kuhhandel mit Gott abzuschließen. Mhm. So diese ganzen und gleichzeitig ist dir irgendwie schon klar, dass das irgendwie ein bisschen albern ist, was du tust, aber du kannst gar nicht anders. Mhm. Du bist in dieser ganzen Welt, du willst, ne? Und dann ist es so. Ja. Dann ist es so, dann kommt der Notarzt rein und sagt, ja, wir müssen Ihnen leider mitteilen, wir konnten Ihre Tochter nicht retten. Und da, wie gesagt, also da zerbricht erstmal alles. Mhm. Gleichzeitig habe ich in den nächsten Tagen und Wochen mich nie so getragen gefühlt und von einer merkwürdigen Liebe umgeben gefühlt wie in dieser Zeit. Mhm. Und das zusammenzubringen, das ist echt ganz schön schwierig. Also das zu verarbeiten und auch nicht nur einfach weiterzumachen oder wegzuschieben oder so. Und wie gesagt, ich bin nun ein Typ, ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das bin ich nicht. Und das glaube ich auch ganz gut so. Also ich habe daran sehr gehadert. Und ich habe dann später, als ich so eine ganze Zeit lang mich echt gefragt habe, ob ich nicht Atheist werden sollte, ob ich das eigentlich alles noch glauben kann. Ich würde sagen, das waren Spätfolgen, die auch durchaus damit was zu tun haben. Jetzt, inzwischen glaube ich nicht mehr, dass Gott funktioniert in dem Sinne, ich bete, behüte dieses Kind und dann passiert das automatisch. Ich glaube, dass Gott eingreifen kann und Wunder tut. Und ich erlebe, dass er das auch manchmal tut und ich erlebe eben auch, dass er es oft genug nicht tut. Warum, weiß ich nicht. Ist für dich in diesem, was du vorhin gesagt hast, Gott ist,
was ja auch mein ja. Glaubensansatz ist oder meine Glaubensfülle ist, ist darin für dich auch enthalten, dass Gott eben wirklich alles ist? Also in allem ist, im Scheitern, in der Niederlage, im Triumph, in der Freude? Ja, das ist leichter zu sagen als zu leben. Ja. Und auch manchmal als zu glauben, denn wenn man scheitert, man will nicht scheitern und man will lieber die guten Tage sehen und man will lieber Gott im Guten sehen. Ich glaube ja daran, also ganz fest daran, dass in unseren Tragödien immer Triumphe verborgen sind. Also, das glaube ich auch. Dass es halt manchmal wirklich Jahre dauert, bis man es verstehen kann oder erspüren kann. Das würde ich auch sagen. Ne? Das ist dann immer die Frage, wie erklärt man das? Also meinetwegen macht man daraus irgendwie so eine Kausalität. Ah, deine Tochter musste sterben, damit du bla. Das halte ich alles für das wird nicht funktionieren. Dummes Zeug, weil das ist furchtbar. Gott bringt mein Kind um, damit ich ein besserer Mensch werde oder so. Aber was ich definitiv sagen kann, durch diese ganze Tragödie hat sich mein Leben schon sehr verändert und vertieft. Und ich habe darin und daraus Gott auf eine ganz andere Weise kennengelernt, als ich ihn sonst kennen würde. Und auch das Leben anders kennengelernt und mich anders kennengelernt. Also ich bin da tatsächlich sehr dran gewachsen. Ja, und deswegen ja, Gott ist in der Tragödie. Gott ist ganz sicher in der Tragödie. Ich glaube nicht als Urheber. Mhm. Und wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja. Ne? Ich habe da keinen... Also so die ganzen theologischen Konzepte, die es gibt, die das dann versuchen zu erklären, sind meistens, finde ich, ziemlich dünn. Muss man aber vielleicht auch nicht. Das Leben ist ja auch ein Geheimnis. Gott ist ein Geheimnis und Leiden ist ein Geheimnis und Freude ist ein Geheimnis. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir viele Dinge nicht immer richtig verstehen können. Aber dass Gott da drin ist, definitiv. Kann es sein, dass das, also diese Stärke, die du ja dann im Glauben hast und auch jetzt erzählen kannst, das scheint mir so zu sein, dass Zweifel dagegen eigentlich auch gar keine Chance mehr haben können, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also so du strahlst halt in dem, was du sagst, ganz viel Gewissheit aus. Ist auch so. Über das, was ist. Inzwischen. Ohne zu werden jetzt, dass das halt irgendeiner Formel folgen muss oder so, aber diese Hingabe an das, was ist. Ja, genau. Diese, inzwischen ist da so eine Gewissheit sich eingetragen, Glauben, was nicht mehr weggeht. Es steht ja sogar in der Bibel, das ist auch was ich furchtbar gern zitiere, das ist aus dem 1. Johannesbrief, wo steht, Gott ist Liebe. Ja. Also das ist eigentlich die Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Gott ist. Gott ist. Und wenn man irgendetwas, für mich ist das so, wenn man irgendetwas braucht, um das quasi zu erklären oder das quasi zu füllen, ist das für mich die einzige Möglichkeit, das Wort Liebe an dieses Gott ist anzufügen. Mhm. Ist das für dich dann auch die, rundet das am Ende dann auch dein Gottesbild ab? Du sagst, es geht um Liebe, es geht um solche Momente, Menschen in dieser Sphäre, auf dieser Welt, in Liebe, in diesem also himmlischen Geist, einzigen himmlischen Geist zu begegnen? Im Grunde ja. Für mich ist dann immer die große Frage, wie passiert das? Ne? Wie gesagt, ich bin so ein Denker und ich bin manchmal ein bisschen traurig über mich, weil ich in meiner, keine Ahnung, theologischen Welt, Philosophie und mir Gedanken mache und wie passt dieses zu jenem und wie deute ich nun, dass der Paulus das hier so und so sagt und was meint Jesus, wenn er so und so sagt. Und manchmal halte ich so plötzlich inne und denke, was soll diese ganze Hirnwichserei? Das ist nicht, also das, worum es dem Jesus ging, du zitierst das ja auch immer gerne, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Darin hängt alles. Mhm. Aber wie kommt man dahin, das zu sein oder zu werden? Ne? Und das weiß ich manchmal nicht, weil ich so in meiner denkerischen Welt stecke, in meiner Theologie verhaftet bin, ich singe christliche Lieder und denke jetzt, das ist Gottesdienst. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich so Jesus angucke, scheint mir Lieder zu singen und Gotteslob zu singen relativ
unbedeutend in dem zu sein, wie er sich Gottesdienst vorstellt. Gottesdienst scheint dann tatsächlich nur auf dieser Ebene möglich zu sein, in dieser Liebe zu Gott, ja, zum Nächsten und zu sich selbst. Genau, also dieses, aber das ist das, irgendwie Liebe werden, ich kann das nicht anders besser ausdrücken, das ist so, das wünsche ich mir, da will ich hin, das ist. Und wie gesagt, es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, oh, ich bin einen Zentimeter weiter. Und dann gibt es Tage, da denke ich, Gott, oh Gott, ich bin 3 Meter wieder zurückgeschlagen. Mhm. Also um mal in so einer blöden Metapher zu sprechen, ich weiß gar nicht, ob die zulässig ist, aber sie drückt aus, ne? Weißt du, was ich sagen will. Aber ich glaube, darum geht es. Gott möchte, dass du, dass ich, dass wir Liebe werden. Ich möchte zur Liebe. Ich möchte zur Liebe und zu dem, was das bedeuten kann für mich. Und es kann gut sein, dass ich morgen sage, was habe ich da gestern für einen Scheiß erzählt, weil das ist leicht gesagt oder schön gesagt und es klingt so toll, oh, zur Liebe. Aber ich sehe ja jeden Tag, wie ich daran scheitere, wie mir Menschen egal sind oder wie ich mich lieber zurückziehe und für mich bin und so meinen eigenen Kram muckel oder wie ich an irgendwas scheitere und den Arm in den Himmel recke und sage, so eine Scheiße! So, und das gehört ja alles auch dazu. Ne? Das ist alles Teil dessen. Ich möchte gerne, dass es irgendwelche Menschen gibt, die sagen, Jay, weil du auf diesem Planeten warst, habe ich einen kleinen Zipfel vom lieben Gott berührt. Das wäre toll. Ich fand das, was du vorhin gesagt hast, dieses Liebe zu werden, dass das eigentlich auf deinem Weg deine Absicht ist oder dein Wunsch ist. Glaubst du, man muss sich selbst loslassen können, um Liebe zu werden? Ja. Ne? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Ich vermute oder ich ahne, dass man in dieses Geschenk, was Gott ja getan hat, ne? Gott hat sich losgelassen und ist gestorben am Kreuz. Gott hat sich losgelassen, hat die Kontrolle aufgegeben, totale Ohnmacht. Und dann kam die Auferweckung. Ich glaube, letzten Endes muss jeder Mensch, brauchen wir diese Erfahrung. Vielleicht ist das die ultimative Tragödie oder zumindest gefühlt die ultimative Tragödie, sich wegzugeben und sich zu trauen, die Angst zu überwinden. Ich glaube, man kann das nicht machen. Man kann das nicht so sich kasteienmäßig, jetzt sterbe ich, so, ja. Das ist der falsche Weg. Man muss sich in diesen Tod hineinlieben lassen, damit man sich loslassen kann. Damit man seine komischen Bilder von Gott loslassen kann. Damit man seine Kontrolle losgeben kann und wirklich anfangen kann zu vertrauen. Weil das ist ja Glauben. Glauben ist nicht, ich glaube, Gott ist so und so und Jesus Christus ist gestorben und begraben und auferstanden und er wurde von einer Jungfrau geboren. Das sind alles theologische Sätze. Glauben heißt, ich vertraue dieser unendlichen Macht, diesem Großen, diesem Sein, diesem Gott, diesem Vater, zu dem Jesus Abba sagt, Papa, ich vertraue, ich lasse los. Und ich glaube, da muss uns Gott reinlieben, da muss uns Gott hinein begnadigen. Ja. Der muss uns wahrscheinlich oft überlisten, damit wir von unseren komischen kleinen Götzchen total loslassen. Ich finde es ein wundervolles Bild, in den Tod hineingeliebt zu werden. Das ist ein ganz, ganz großartiges Szenario. Würdest du auch sagen, dass man dann auf dieser Welt, weil Gottes Liebe allein ja auch so was Abstraktes bleibt und besitzt, dass wir Menschen dafür brauchen? Ja. Brauchen wir die Begegnung mit dieser Sprache Gottes in anderen Menschen? Definitiv. Also, und das ist so lustig, ne? Weil, wie gesagt, ich der Elfenbeinturm-Typ bin, der am liebsten will, dass er sich ein Konzept ausdenkt und dann ist das so. Aber Leben
bist du und das bin ich und das ist real, das ist, muss anfassbar sein und mhm. ich muss ab und zu mal von jemandem umarmt werden, um zu spüren, was Liebe bedeutet. Mhm. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, du, das hat mich total geärgert, was du da gemacht hast, aber ich bin froh, dass ich dich habe und dass ich dir verzeihen kann und wir sind Freunde, nach wie vor Freunde. Also ich muss spüren, dass jemand mir verzeiht, mhm. damit das real werden kann für mich, damit das nicht nur Ideen bleiben. Mhm. Von daher, ja, unbedingt. Wenn ich nicht von Menschen geliebt werde, ich glaube, dann ich weiß gar nicht, ob das Herz fleischern werden kann. Wo ist die Rose ohne Dorne? Warum ist einfach oft so kompliziert? Geht es rückwärts auch nach vorne, wenn man den Weg weiß und sich trotzdem verirrt? Und fehlt das Licht, dann kann man nicht mehr bleiben. Wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Geigen in den Himmel und schmeiß sie dann doch wieder raus. Hinter wie viel Fassade wächst Schimmel und wie wird ein Palast zum Kartenhaus? Wie viel Glaube steckt im Zweifel? Wer gewinnt das Trauerspiel? Ist ein Umweg nur eine Schleife oder ist der Weg doch das Ziel? Und fehlt das Licht, dann kann man nicht mehr bleiben. Wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Wenn ein Herz bricht,